um die 100.000 Euro Umsatz pro Monat macht, der hat sich eine Auszeit verdient. Und deshalb geht's für die Multimillionäre Gekeler an den Wörthersee. Für die 550 Kilometer lange Fahrt mieten sie sich ein Nobelauto für 2.500 Euro. Geht doch, oder? Brauche ich da jetzt gleich was? Nö, brauche ich nicht. Das können wir lassen. Ja. Das ist ein McLaren GT, nennt sich der. Das ist ein V8-Motor mit 620 PS. Sehr sportlich, absoluter Zweisitzer natürlich. Hat nicht so viel Kofferraum, ja. Aber ist eigentlich so ein richtiger Rennwagen für die Straße im Prinzip. Viel Gepäck müssen die Gekeler sowieso nicht mitnehmen. Hauptsache, die Kreditkarten sind dabei. Und jetzt wird ordentlich aufs Gas gedrückt. Dadurch, dass wir noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen haben, kann man sich so ein Auto auch immer mal wieder noch holen. In Österreich macht es schon wieder weniger Sinn, weil da ist es eher eine Quälerei, mit so viel PS durch die Gegend zu fahren und dann sich an die 130 zu halten. Ja? Also von dem her, in Deutschland hat man da noch ein bisschen freiere Wildbahn und da hat man doch noch mehr Spaß damit, als wenn man sich ständig an diese 130 halten. So schnell fahren kann man leider nicht so oft, weil man muss ja immer auf die anderen Menschen aufpassen. Deshalb ist vom Schönheitschirurgen höchste Konzentration gefordert. Ich kann mich halt manchmal dann auch nicht beherrschen, ne? Ich meine, ich bin ja aus dem Rennsport, ich habe früher selber Rennsport betrieben, ja. Kann solche Autos auch einigermaßen bewegen, denke ich. Ne? Und ja. Insofern, natürlich ist das auch nochmal was anderes, wenn ich vielleicht jetzt 300 fahre, wie wenn jetzt jemand 300 fährt, der so eine Geschwindigkeit auch nicht gewohnt ist. Wer so auf die Tube drückt, verbraucht massig Sprit. In Deutschland sind wir natürlich schon sehr schnell unterwegs gewesen. Ja. Und logisch, und dann läuft natürlich der Sprit ziemlich durch. Ja. Aber es macht halt Spaß. Ne? Und dann ging auf einmal die Nadel rucki-zucki nach unten. Insgesamt müssen sie 4 Tankstops einlegen. Die kosten 600 Euro. Die Entfernung von Reutlingen ist von uns bis hierher sind um die 550 Kilometer. Ja. Je nachdem, welche Strecke man fährt, man hat ein, zwei Optionen. Und wir brauchen im Allgemeinen so 4,5 bis 5 Stunden. Das ist so eigentlich der Rahmen. Selbstredend, dass man im 5-Sterne-Schlosshotel am Wörthersee absteigt. Hier zählen die Gekelers bereits zu den Stammgästen. Eine Übernachtung gibt es ab 400 Euro aufwärts. Ein Schloss. Wir sind jetzt momentan in Velden am schönen Wörthersee, im Schlosshotel in Velden, was ja sehr bekannt ist durch diverse Fernsehserien, die es ja schon gegeben hat. Es ist ein sehr schönes Hotel, eins unserer Lieblingshotels eigentlich, sowohl im Sommer als auch im Herbst oder im Winter. Also kannst du eigentlich immer hingehen, es ist immer schön. Ja, und dann machen wir so einen kleinen Kurztrip jetzt und wollen eigentlich so ein paar Tage entspannen. Mehrere 10.000 Euro geben die Gekelers im Jahr für ihre Urlaube aus. Und der Rest der Bevölkerung? Im Jahr 2020 gaben die Deutschen insgesamt rund 45 Milliarden Euro für Urlaub aus. Bei rund 890 Euro lagen dabei die durchschnittlichen Kosten pro Person und Reise. Sehr gut. Grüße Sie. Herzlich willkommen zu Hause. Danke. Ja. Oliver buchte eine Junior-Suite. Die Urlaubsplanung ist bei uns eigentlich im Großen und Ganzen relativ spontan. Wir sehr gerne in die Tropen gehen. Ob das jetzt die Seychellen sind, Mauritius oder die Malediven, das mögen wir sehr gerne. Ja. Also wichtig ist mir halt, dass ich so, ja, dass ich einen luxuriösen Standard habe. Ich möchte einfach, wenn ich dann weggehe, möchte ich mich entspannen. Und das kann ich halt nur, wenn ich einen gewissen Freiraum dann für mich auch habe. Freiraum gibt's in dieser großzügigen Suite reichlich. Und der Willkommenschampagner geht aufs Haus. Also genau die richtige Location für einen romantischen Kurzurlaub zu zweit. Apropos, wo ist eigentlich Söhnchen Emilio? Emilio ist jetzt zurzeit bei Ollis Eltern und der hat natürlich auch Kindergärtner, was ja kein Problem wäre, dass er da nicht hingeht. Aber Oma und Opa haben ihn auch sehr gerne und da ist er auch verdammt gerne. Dann lassen wir euch jetzt mal in Ruhe turteln, ihr Täubchen. Aber
Werden auch die nächsten Tage so ruhig und entspannt bleiben?